So, schönen guten Abend und herzlichen Dank an Daniel Mandl für die Nominierung zu Freddy Sabicek. Ich gebe die Nominierung gleich weiter und zwar an Gerhard Weiß, Roman Lang, Reinhard Kubisch, Markus Waluschek und an den goscherten Stefan Fokkerthaler. Ich will nämlich dich singen hören. Und ich werde selbst den Teufel tun und singen. Das kann ich mir und sonst niemandem auch antun. Ich habe nämlich die Gefängnisfreikarte, auch die aktuelle. Um noch kurz mal auf den Daniel zurückzukommen. Das war der Tag, an dem wir beide uns kennengelernt haben. War ein lustiger Tag, und wenn ich mich daran zurückerinnere, es war die grauenhafteste Choreo, an der ich jemals teilnehmen durfte oder musste. Bei gefühlten 40 Grad im Stadion mussten uns ja diese Plastiküberzieher auf nackten Körper anziehen und das war nach ja, kürzester Zeit alles andere als geschmackig. Dennoch war es auch abgesehen von der Niederlage und den kleinen Problemen bei der Ausreise in Tel Aviv wahrscheinlich die mit Abstand lässigste Auswärtsfahrt, die wir jemals hatten und die entspannteste Stimmung in einem Stadion und Auswärtssektor, die ich jemals erleben durfte. So, nachdem ich jetzt ja, wenn ich schon jetzt singe, irgendwas anderes tun muss, habe ich gedacht, ich nehme mich mit auf eine ganz kurze Zeitreise und damit nicht die ganz Jungen jammern, habe ich gedacht, ich fange irgendwo in der Mitte meiner Rapid-Karriere an. Ein Jahr, in dem der Stern dieses Mannes aufgegangen ist, der heute unser Co-Trainer oder einer unserer Co-Trainer ist. Und ich habe in meinem kleinen Fundus ein bisschen herumgegraben und habe dann tatsächlich ein paar Erinnerungsstücke gefunden. Begonnen hat die ihre Saison international am 2. November 1995. Ein legendäres Spiel, ein legendärer Abend. Den ähnlich die Salzburger Austria ein Jahr vorher erleben durfte. Ein Verein, den es heute leider nicht mehr gibt, aber das ist eine andere Baustelle. War ein schöner Abend, wurde allerdings getoppt am 18. April 1996. Termin ist immer näher gekommen. Andrea hatte keine Karte. Warum auch immer, ich war im Ausland oder sonst irgendwie verhindert, konnte mir keine kaufen. Was mache ich? Zum Glück hat meine damalige Freundin hatte eine Studienkollegin und deren Papa war der legendäre Bibi Dragon. Gesagt, getan, angerufen: Hilfe, Hilfe, ich brauche eine Karte, du musst mir eine Karte organisieren. Diese Karte habe ich einen Tag vor diesem Spiel bekommen. Es ging gegen die Mannschaft, die da hieß Feyenoord Rotterdam, eine der stärkeren Mannschaften in Europa. Alleine mit der Eintrittskarte war es halt nicht getan. Er hat mir dann auch noch einen Presseausweis ausgestellt. Lustig war der Abend vor allem deswegen, weil ich in voller Montur im vorher gezeigten Janka-Trikot auf der Pressetribüne saß, Dutzende Medienvertreter keinen Platz mehr im Pressesektor gefunden hatten, dementsprechend auch keinen Stromanschluss, und ich als einziger verkleideter Rapid-Clown mittendrin, der bei jedem einzelnen Tor gejubelt hat, wo an jenem Abend der gute Herr Linden saß, weiß ich nicht, auf der Pressetribüne war er nicht. Geendet hat dieses ja, unvergessliche Jahr, zumindest was unseren internationalen Auftritt angeht, am 8. Mai 1996. Ich habe auch dazu noch meine Eintrittskarte. Es war, ja, es war ein großer Tag, es war ein leider auch sehr trauriger Tag. Und trotzdem war es fantechnisch wahrscheinlich das Unglaublichste, was jemals
abgesehen von selbst erlebt, auch jemals irgendwo gesehen habe, die Stunde nach Abpfiff, hat auch ein Didi Kübauer nachher noch betont, aber wahrscheinlich das Unglaublichste, was wir alle miterleben durften. Fast 60 Minuten durchgehender Support durch die Siegerehrung für PSG. Ja, wenn man sowas erleben durfte, weiß man, warum man Rapid-Fan ist und auch bis zum letzten Tag seines Lebens bleibt. Und das bringt mich auch schon zum Ende. Ich habe einen Traum, ich habe einen Wunsch. Ich durfte Rapid nicht nur einmal, sondern schon zweimal bis in ein Finale begleiten. Leider war ich beim ersten Mal noch zu jung, beziehungsweise die Schule hat mich damals daran gehindert, dieses Finale auch live erleben zu dürfen. Ich würde gern einmal noch mit Rapid in ein Finale kommen, ganz egal welches. Ich hoffe, wir können alle miteinander diesen Weg beschreiten und das alle noch einmal erleben. In diesem Sinne, Hopp auf Hütteldorf, auf die Grünen, auf geht's Rapid kämpfen und siegen. Bye bye.